So, meine lieben Kinder, also ich dachte mir, ich mache heute mal so ein kleines Schminktutorial. Und wir nennen das Tutorial einfach hier Tutorial zum Rausgehen, so, ne? Und dann fangen wir auch gleich schon an. Also ich bin schon so gut wie abgeschminkt, ist noch ein bisschen was auf der Haut, aber das ist nicht so schlimm, ne? So, und dann fangen wir mal an und das ist hier Flower Perfection von Bourjois Paris, ne? Ich hoffe, das kann man so erkennen, bestimmt nicht. Aber so, da habe ich jetzt schon so ein bisschen vorbereitet, ne? Wir müssen ja hier Foundation und so mit so einem kleinen Schwamm. Und dann machen wir das einfach mal so ganz quer übers Gesicht. Ruhig ein bisschen großzügig auftragen, damit die ganzen komischen Hautpartikelchen nicht mehr zu sehen sind. Aber möglichst gleichmäßig, weil wir wollen ja nicht verranzt aussehen, ne? So machen wir das. Und wenn das nicht genug ist, machen wir noch ein bisschen, ne? Weil da geht immer noch was. So. Und dadurch, dass wir jetzt ja so, so ein bisschen voll am Glänzen sind und so, müssen wir jetzt hier von, was ist das denn? Manhattan Soft Compact Powder Natural Look. Ne? Hier gibt es auch so ein kleines Schwämmchen dazu. Und dann machen wir das einfach mal so. Ordentlich reindippen. Und dann einfach nochmal drüber. Weil so glänzen wir nicht mehr ganz so stark. Und dann sieht man auch unsere natürliche Hautfarbe nicht mehr. Vor allen Dingen am besten noch mehrlagig auftragen, weil so hält das natürlich länger, ne? Ja, dann machen wir hier, hier Lidschatten. So, da haben wir hier einmal von Young Quattro Eyeshadow. Da. Ne? Dann haben wir jetzt hier so vier Farben. Und dann fangen wir einfach mal mit dem Gelb hier, diesem zitronigen Gelb an. Das ist ganz schön. Und dann nehmen wir einfach mit dem Pinsel hier so rein. Und lass mich mal gucken. Setzen wir hier mal so innen am Lid an und streifen das einfach mal so hoch. Ruhig auch so ein bisschen in die Augenbrauen, damit die dann auch farblich angepasst ist. Und wenn ihr ganz klug seid, dann könnt ihr das nämlich auch mit eurem Outfit so ein bisschen matchen und dann sieht das fabulös aus. Ja, das ist noch nicht ganz genug, weil der Ton, den haben wir noch nicht so getroffen. Oh, jetzt bin ich aus Versehen ins Grün gegangen. Ja, so ist das doch. Ich würde sagen, wir machen erstmal die eine Hälfte. Ruhig auch schon hier unten am Lid ein bisschen mittragen. So, so. Haben wir schon mal die erste Schicht. So, jetzt ein bisschen nett. Hier sauber machen, ne? Weil sonst vermischt sich das voll und das wollen wir ja noch nicht. So, jetzt gehen wir mal in dieses schöne, lass mich nicht lügen, Pflanzensommergrün rein. Und dann gehen wir da wieder mit unserem Pinsel rein und dann setzen wir direkt daneben mal an. So, immer schön am besten von unten nach oben ziehen. Weil dann hält das nämlich besser. Ja, immer schön bis zur Braue, weil sonst wird das ja asymmetrisch. So, wenn das dann so aufgetragen ist, ne, dann sehen wir ja hier schon so einen schönen Kontrast. So, und dann gehe ich jetzt in dieses Winterbäckchenrot. Und dann gehen wir da wieder mit unserer Bürste. Dann nehme ich das so und dann habe ich das hier so. Und dann setze ich wieder daneben an, ne? Und ziehe das Lid auch so ein bisschen runter. Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen vermalt, aber ist nicht so schlimm. Ein bisschen mehr, weil wir wollen ja intensive Farben. Passend zum Innensommer dieses Jahres. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt anfange zu lispeln. Ich glaube, das ist die Farbe. Gut, wenn das so ein bisschen hier verwischt, ist das nicht schlimm. Dafür haben wir ja unsere Hände, ne? Dafür hat Gott uns unsere Hände gegeben. Oder wir machen das so. So, dann wieder die ein bisschen sauber machen. Ist doch ein schönes Rouge, oder? Hm? So Winterbäckchen. Aber wir haben jetzt Sommer. Das ist ja Quatsch, was ich hier erzähle. Also bitte. Ein bisschen seriös müssen wir hier auch sein. So, jetzt nehme ich als nächstes, was ist das? Hm, so ein zugefrorener See, wo ein Kind drin ertrinkt, blau. Und dann guck mal an. Das ist ja fabulös hier. Das kann auch ruhig ein bisschen weiter nach unten, weil das macht Kontrast. Wir nehmen noch ein bisschen vielleicht. Wir wollen ja intensive Farben. Wenn dann zu viel ist, kann man das auch schön mit dem Finger wegmachen. So, jetzt sind wir ja fast fertig. Sehen wir uns nochmal von diesem zugefrorenen See, wo ein Kind drin ertrinkt, blau.
und nehmen die Bürste und packen das hier so drunter drauf. Entschuldigung. Ah, das war noch nicht genug, weil das muss ja symmetrisch sein. Ja, so können wir das, glaube ich, lassen. So, was nehmen wir denn als nächstes? Kajalstift, genau. Nehmen wir mal ein Kajal hier von Jofrica Cosmetics. Sind hier die hier. Hier Theaterqualität, ganz gut. Na, wir haben heute keine Kosten und Mühen geschert. Und dann nehmen wir so diesen schwarzen Kajal und machen einmal so. Und zeichnen damit das Lid nach. Ein bisschen dicker noch. Weil umso dicker der Strich, umso größer wirkt das Auge natürlich. Das ist ja klar. Das wisst ihr natürlich alles so. Und wer dann noch Lust darauf hat, kann sich dann noch diesen Assi-Balken hinten dran machen. Ah, der ist jetzt. Mein Stift ist leider nicht angespitzt, deswegen geht das nicht so gut. Aber das geht noch so gerade. So, und wenn wir dann oben fertig sind, machen wir das gleiche dann auch unten rum. Wenn die Wimpern ein bisschen verkleben, ist das nicht so schlimm. Das kann man alles beheben. Ja, ist ein bisschen unsauber jetzt geworden, aber... Ah, das können wir, glaube ich, so lassen, oder? Ja, schön. Wimperntusche müssen wir jetzt machen. Moment. Also ich habe hier die Volumen and Define Mascara Volumen Definition von Maybelline Jade in Bleu Indigo. Ah, das ist ein bisschen schwer da rauszuholen. Ah, ich habe hier gar keinen. Hier muss ich ja noch reinfallen, ne? So. Ja. So, und das hat jetzt hier so ein Bürstchen, ne? Das ist so ein kleines Bürstchen. Und damit gehen wir einfach die Wimpern lang. Ruhig ein bisschen mehr, bis sie verkleben, weil dann sind sie perfekt. Ja, ich glaube, wir sind jetzt langsam so weit. So, ja. Und jetzt ruhig auch unten, weil dadurch kommen die verklebten Wimpern wieder raus. Und dadurch ist das Debakel von gerade auch schon weg. Und es fällt gar nicht mehr so auf. Das ist doch schon mal schön, nicht wahr? So, und für die, dessen Wimpern so ein bisschen runterhängen, weil die voll müde sind oder so, haben wir hier so eine Zange, aber die wird nicht zum Grillen verwendet und so. Und dann nimmt man das einfach so und dann kommt die da rein. Dann wartet man so 1, 2, 3 und dann sind die richtig schön nach oben gekämmt. Wundervoll. Jetzt sind wir ja eigentlich mit dem Auge so gut wie fertig. Ich glaube, dann nehmen wir mal ein bisschen Rouge. Ich habe das hier von UMA Rouge Powder. Hier in Nummer 2, Cool Pink. Sind drei verschiedene Töne drin. Das heißt, wenn man die schön mischt, kommt da eine ganz tolle Sache bei raus. Hier ist mein Pinsel. So, und dann gehen wir einfach mal so quer. Und dann, ihr kennt ja den Trick, schön Fischmund machen, damit man hier den Wangenknochen auch trifft. Und dann einfach mal so drauf los. Nehmen wir die, weil die ist ein bisschen handlicher. Keine Ahnung, die war halt mal in meinem Schminkkalender. Es dauert ein bisschen, bis wir den gewünschten Farbton haben. Aber das ist okay. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. So, irgendwie will das heute nicht so ganz. Nehmen wir nochmal die. Ich glaube, die nimmt mehr auf oder so. Weiß ich leider nicht. Muss ich mal beim Hersteller fragen. Wir kommen dem Ziel langsam näher. So, so müsste das schön sein, okay? Hm? Seht ihr, wie das mich schlapp macht? Weil das ist nämlich ein super Trick, wenn man so voll dick ist und im Gesicht schlanker sein möchte. Dann kann man auch, oder auch generell kann man das mit dem Gesicht ja von meiner Figur ablenken. Also wenn ihr euch schön schminkt, guckt ihr da in euer Gesicht. Ist doch klar, oder? Und wenn ihr dann hier so diesen Trick macht, ne, dann wirkt ihr auch ganz viel dünner im Gesicht. So, ich habe dann in der Zeit schon mal mein anderes Auge geschminkt und habe mich auch schon mal umgezogen für unseren Abendausgang. So, jetzt haben wir, ich habe auch noch mal die Wangen so ein bisschen nachgemacht. Also jetzt sind wir wieder bestens. Was machen wir als nächstes? Was machen wir? Bodyglitter, genau. Bodyglitter, also das ist mein Spezialtipp für euch da draußen. Bodyglitter geht immer. Also ich habe hier so von der Marke Color Institute den Bodyglitter. Ne? So, und dann nehmen wir einfach mal so. Ruhig so schon so ein ganzes Stückchen. Das kann man auch dann auf beide Finger verteilen. Und dann schön am Ansatz vom Wangenknochen ruhig schön verteilen. So, der riecht auch ganz angenehm. Der riecht nach Rose. Weil, wenn ihr gleich seht, dann glitzert das ganz schön. Ich hoffe, das konnte man jetzt erkennen.
die Finger wieder sauber machen, ne? Wir wollen den Rest nicht zerstören. Ja, und ich glaube, dann sind wir auch schon beim letzten Teil. Und zwar die Lippen. Ganz, ganz wichtig. Gerade wenn ihr auf ein Date geht oder so, müssen die Lippen ja besonders schön sein. Deswegen würde ich sagen, wir zeichnen uns erstmal hier was vor. Also so Lippenkontur hier wieder hier von Jofrika. Den roten. So, und dann machen wir so einen Kussmund. Und dann können wir da einfach so außen rumgehen. Weil umso großzügiger ihr das macht, umso vollere Lippen habt ihr. Das ist gerade so für Leute, die ganz dünne Lippen haben, ist das total toll. Wenn man dann so richtig dicke Lippen hat einfach. Darauf stehen die Männer, hat man mir gesagt. So, jetzt haben wir die Lippenkontur. Und dann nehme ich hier den Lippenstift von der Marke 16H602. Ja, das ist so ein roter Lippenstift halt, so in der Farbe. Und dann, manche machen das ja mit dem Pinsel, aber ich finde das sinnlos, weil dann kommt ja nicht genug auf die Lippen drauf. Weil wir wollen ja richtig schön roten Kussmund haben. So, dann machen wir einfach hier so, wie nennt man das? Duckface, ne? Und dann nehmen wir dann einfach den Stick und dann drücken wir auch so ein bisschen fester auf. Gerade bei Piercing-Trägern auch aufpassen, dass die Ecke da unten noch getroffen wird. So. Und das Piercing so ein bisschen voll ist, ist nicht so schlimm. Das gibt wieder einen schönen Kontrast. So ein 3D. Und dann machen wir das einfach mal so hier. Und wenn ihr euch vermalt, ist das auch nicht schlimm. Das kann man gleich korrigieren. Wie gesagt, ruhig ein bisschen großzügiger. Und wenn ihr ganz cool seid, könnt ihr sogar hier die Lippenkonturen außerhalb noch nachmalen. Weil dann sieht das nämlich natürlich aus. Und so ein bisschen runder gestalten. Ich habe mich ein bisschen vermalt, aber ist nicht schlimm. So. Ich glaube, so ist gut, ne? Ja. Jetzt habe ich mich ein bisschen vermalt. Jetzt muss ich noch ein bisschen wegmachen. Moment. Ah, so, jetzt bin ich. Müsste, glaube ich, schön sein. Und wenn ihr dann, wenn ihr noch zum Beispiel zeigen wollt, dass ihr das Date seid oder so, dann könnt ihr doch auch so Hinweise geben, ne? Könnt ihr mit eurem Date ausmachen, dass wenn ich jetzt hier mit dem Date, ne, ich sag so, ja, hier, wir treffen uns, dann machen wir doch hier ein Signal aus oder so oder irgendwas, woran ich sehe, dass du mein Date bist. Und dann könnt ihr einfach mal hier, jetzt muss ich ja spiegelverkehrt schreiben, ist ja Quatsch. Date hinschreiben. Und dann weiß er auch direkt, dass ihr das seid, ne? Und damit das dann richtig schön ist, müsst ihr dann noch so ein bisschen das einreiben. Weil wenn ihr das dann einreibt, dann ist das so wie Finisher, weißt du? Und dann ist das okay. Also reiben wir das mal so ein. Machen wir das so. Und dann reiben wir das komplett ein. So, und dann reiben wir noch so ein bisschen. Und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt seid ihr, glaube ich, ausgabereit. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch ein Däumchen hoch. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe noch nie so gelacht bei dem Video, ohne Scheiß. Normalerweise bin ich immer serious, aber du versaust mich nur gerade übertrieben. Mann, Bürste. Diese von... Das ist dieses zugefrorene Seebeutel. Ich habe noch gar nicht zu Ende geredet. So. Ich werde nie fertig, nie. Pflanzen Sommergrün rein, ne? Nehmen uns da einen ordentlichen... Pflanzen Sommergrün, scheiße. Wie halten die das durch, ey? Ganz ehrlich, das ist doch nicht möglich.